Heute im richtig vollgepackten Uplink haben wir das iPhone 7 und die Kopfhörerbuchse. Wir haben Webhoster im Test und wir haben die tollen Amazon Alexa Echo Dinger. CT-Uplink. Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Uplink. Guten Tag, genau. Volker Moin. Hebt schon die Hand. Wir sprechen heute über dieses grüne Heft, ganz neu. Aber ich wurde gezwungen, noch ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar natürlich für das Virtual Reality Heft. Kauft das alle, da ist eine schöne Pappbrille damit dabei. Ein bisschen sorgfältiger umgehen, ja. Wenn ihr es nicht kauft, dann gibt es keinen Uplink mehr. Ja, genau. Wenn ihr es nicht kauft, gibt es keinen Uplink mehr. Genau. Da sind die ganzen Brillen getestet und die 360-Grad-Kameras und Software und ganz toll. Raspberry Pi, auch ganz toll. Technology Review, sollte ich auch mal hochhalten. Das machen wir übrigens auch. Also das ist das offizielle Magazin. Für Innovation steht da jetzt, aber es ist die Lizenzausgabe des MIT-Magazins. Auch sehr interessant. Und ganz neu ist auch, ich muss hier nicht bezahlen, deswegen gehe ich da immer so. Und dann haben wir hier noch CT Security ganz neu rausgekommen mit der Desinfekt-DVD. So, soll ich mal die nächste 50 holen? Das war jetzt der Werbeblock, oder was? Das war der Werbeblock. Ja, jetzt nächste Folge kommen die Webseiten. So, tschüss. Und ich werde da nicht mal extra für bezahlt. Ne? Was ist das für ein Scheiß? Alles Sendezeit. Diese semi-wichtigen Hefte lege ich dann mal weg. Und wir haben hier nur noch die CTs. Genau, wir reden über die grüne Ausgabe. Windows-Wurzelbehandlung steht da ganz oben drauf. Darüber reden wir aber heute nicht. Sondern wir reden erstmal über den großen Aufreger dieser Woche und der letzten Tage, nämlich das iPhone 7 und die nicht vorhandene Kopfhörerbuchse. Ja. Wie schlimm findest du denn das? Ich persönlich finde es nicht ganz so schlimm, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich fertig gemacht werde. Pfui. Weil ich sowieso nur noch Bluetooth-Kopfhörer benutzt habe, aber ich kann es voll und ganz verstehen, wenn man es nicht so schön findet. Also ich denke auch, wenn man Bluetooth-Kopfhörer gehabt hat und und immer schon benutzt hat, dann interessiert mich das nicht. Ein Kollege von mir hat auch erzählt, er hat benutzt schon immer iPhones und hat noch nie da einen Kopfhörer reingesteckt, weil er keine Musik hört. Ich meine, ist auch ein Argument. Ja gut, das ist halt wirklich der... Wobei, es gab letztens, habe ich auf Heise gelesen, gab es eine Aufstellung, dass in Deutschland mittlerweile 55% wohl... entweder der Nutzer oder der Bevölkerung, da bin ich mir nicht ganz sicher, Musik über ihr iPhone hören. Das ist in anderen Ländern wohl ein ganzes Stück mehr. Mhm. Aber ich meine, jeder zweite, und da kann man schon sagen, es ist eine der Hauptanwendungen für so ein Smartphone. Ne? Gut, aber es zeigt auch, dass fast die Hälfte offenbar keine Musik mit ihrem Smartphone hört. Ja, ich bin mir leider echt nicht sicher, ob das die Nutzer oder die Bevölkerung war. Bevölkerung wäre es halt, da wären es ja dann schon 80% der Smartphone-Nutzer oder sowas wahrscheinlich. Ich würde sagen, mir kommt sonst auch relativ wenig vor, oder? Ja. Also ich meine, wenn man irgendwie in der Straßenbahn ist oder sonst wo, haben die Leute alle ihre Kopfhörer mal drin. Also gerade so in südlichen Ländern liegt das irgendwo bei 80% oder sowas. Ich habe auch keinen anderen Player mehr. Aber wir Deutschen sind nicht lebensfroh genug, um. Nee, wir hören immer nur Marschmusik. Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht, aber ich benutze mein iPhone nicht nur zum Musik hören, sondern auch zum Beispiel zum Podcast hören. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, mache ich auch. Klar. Ich weiß ja nicht, ob das da subsumiert ist, aber deswegen benutze ich es deutlich öfter. Also ja, klar. Gut, dafür brauchst du auch die Buchse im Zweifel, ne? Nee, also ich habe Bluetooth-Kopfhörer. Ah, du bist auch so einer. Ich will auch kein Kabel mehr haben. Es ist so scheiße. Kabel sind so kacke. Ja, das kann ich auch verstehen. Ich bin auch ein Typ, ich habe ständig meine Kabel kaputt, weil ich die entweder da drauf trete oder so. Also wenn das Kabel runterhängt. Ja. Also wenn du mit deinen Kabeln so umgehst, dann hast du das Kabel. Ja, Papa. Kabelgeräusche und so weiter. Aber ich finde, das ist auch gar nicht der Punkt so. Also wenn es die Leute wollen, dann wollen sie es halt und manche können darauf verzichten. Okay. Aber also was mich eher gestört hat, war halt diese Erklärung. Mhm. Also zu diesem Wasserdichten halt, die Handys sind jetzt wasserdicht, das iPhone 7. Man muss dazu sagen, dass selbst Apple meinte nur, das ist nur ein Nebenaspekt. Das ist nicht der Hauptgrund, so wie es oft jetzt dargestellt wird. Und aber trotzdem muss man dazu sagen, dass das andere Hersteller schon seit Jahren, zum Beispiel Sony, auch so hinbekommen, die wasserdicht zu kriegen. Motorola auch zum Beispiel. Trotz Kopfhörerbuchse. Das ist nicht das Thema. Mhm. Aber sie haben halt auch gesagt, wir haben dann Platz für andere ganz tolle Technik.
Die haben nicht gesagt, welche. Und aber sie, tolle. Und sie kriegen es halt auch, andere Hersteller kriegen es auch so hin, halt geile Technik einzubauen. Und da ist ja jetzt, wir haben es noch nicht auseinandergenommen, das Gerät. Und es ist jetzt auch nicht das iPhone. Aber es sieht aber, eh genauso aus, ne? Aber es sieht sowieso genauso aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in diesem Platz, also die Kopfhörerbuchse, das sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht, dass das, wenn man es aufmacht, ist es vielleicht so ein Bauteil. Allerhöchstens ist es eins von den größeren Bauteilen, aber es ist wirklich nicht so, dass da essentiell viel Platz weggenommen wird. Also was ich gelesen habe, es gibt auch super genutzt wird. Ich habe auf BuzzFeed so ein Interview mit den mit Apple-Ingenieuren und die haben gesagt, dass sie mit dieser Taptic Engine, die jetzt den Home-Button ersetzt, dass sie da Probleme gehabt haben. Und ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass die Kopfhörerbuchse schon überproportional viel Platz wegnimmt. Also dass es schon ein größeres Bauteil ist. Aber es ist jetzt halt nicht so, dass Apple gesagt hat, wir haben euch die weggenommen, aber dafür ist jetzt XY drin, sondern das Ding wird erstmal, der Platz ist halt, wird halt eigentlich nicht genutzt, sondern die haben halt ein bisschen mehr Spielraum wieder halt irgendwie was zu machen. Ja, und es ist in dem normalen 7er ist ja auch nicht mal eine zweite Kamera drin. Ne? Nee, also, genau, das kommt also noch dazu. Zweites Objektiv. Und in dem Plus haben sie sowieso genug Platz. Ja. Und es gibt andere Hersteller, es gab das schon ja alles, ne? Das ist jetzt auch im Internet wieder aufgepoppt überall, dass zum Beispiel das G1, das erste Android-Handy, hat halt auch schon keine Buchse. Mhm. Ich kann mich auch daran erinnern, bei den Windows-Mobile-Geräten, da war das auch noch üblicher, beim HTC Touch Magic und so weiter war das so. Mhm. War immer doof, weil man halt sich einen Adapter erstmal schießen musste. Und dann gab es aber auch Geräte, Android-Geräte, wie beispielsweise das neueste Beispiel ist das Moto Z. Halt gerade so bei Motorola, die haben die Geräte immer sehr, sehr dünn gemacht und da passt einfach wirklich in das Gehäuse, passt es nicht rein. Und sowas kann ich verstehen. Da kann man sich dann halt entscheiden, möchte ich wirklich von der Gehäusehöhe her. Genau. Mhm. Möchte ich so ein super schickes, dünnes Gehäuse haben oder ist es mir halt wichtig, noch eine Kopfhörerbuchse zu haben? Oder kann ich auch, der Gedanke ist ja auch mit diesem Adapter, du lässt den ja nicht im Handy oder sowas, sondern du stellst den halt an deinen Lieblingskopfhörer dran. Aber es sieht halt trotzdem, es ist, ich bin da jetzt nicht so der Wahnsinns-Ästhet, aber bis beim Kumpel hast du es vergessen, bis du da an die Anlage anschießt oder auf einer Party oder so, ja. Vielleicht muss man es mal so sehen. Also erstmal passt es natürlich komplett in das, was Apple schon lange gemacht hat. Die haben auch die Disklaufwerke weggelassen, haben dann gesagt, das sollst du alles über WLAN reinholen, haben keine Ethernet-Schnittstelle mehr. Die versuchen alle Kabel loszuwerden und wenn es die anderen nun mal nicht machen, dann macht es halt jetzt Apple. Das gibt eine kurze Aufregung. Vielleicht treibt das ja mal ein bisschen das an, dass die Bluetooth-Kopfhörer besser werden. Ja. Weil ihr sagt ja alle, ihr benutzt die. Aber das ist halt eigentlich das, was ich so schade finde. Bisher ist die Bluetooth-Übertragungsqualität einfach nicht so doll. Ich sag's nur, nicht so doll. Also die ist schon ganz gut, auch wenn du aptX hast oder so. Oder wenn du theoretisch direkt MP3 übertragen kannst. Es gibt schon verdammt geile Kopfhörer. Also Na, frag mal Hartmut, der hat also seine Ansicht. Ja, aber der sitzt auch im Studio. Ja klar, der sitzt im Studio. Aber also die meisten Nutzer rennen halt immer noch mit den beigelegten Kopfhörern rum. Die sind bei manchen Herstellern schon richtig gut geworden, so bei HTC zum Beispiel. Aber die Dinger von Apple, das hat nichts mit Hi-Fi zu tun oder sowas. Und da dann über die Qualität zu diskutieren, ist totaler Quatsch. Das ist scheißegal, wo du den reinsteckst. Vielleicht wird es halt einfach nur besser dadurch. Aber das ist ja auch nicht die Basis, mit der auf der Hartmut dann zum Beispiel argumentiert. Nee, genau, natürlich. Und es gibt halt eine kleine, winzige Basis von Usern, die halt höhere Ansprüche haben, auch entsprechend Hardware dazu haben, halt wirklich teure Kopfhörer. Und da unter Umständen hörst du es ja. Und vielleicht kann man auch sagen, für Apple ist es natürlich eine große Möglichkeit. Sie haben halt vorher ihre 100, diese 5 wie Euro, teuer sind die? 180 Ohrstöpsel zu kaufen, die Oral-B-Zahnbürsten. Denke ich weniger, weil die normalen EarPods, wenn du die davor benutzt hast, dann hast du in der Packung genauso wieder welche, genau die gleichen, bloß mit Lightning-Anschluss. Ja, klar. Und das, da ach so, aber naja, sagen wir mal so, Apple ist Hardwarehersteller, vielleicht ist das ein Versuch und man muss ja sagen, wenn man jetzt sagt, okay, rein drahtlose, einzeln angesteuerte Bluetooth-Kopfhörer, da gibt es nicht viele von. Und dann kann man auch nicht sagen, dass die besonders teuer sind, da ist nämlich Apple jetzt der billigste von allen. Also weil wir immer sagen, oh, ist so teuer, klar, gegenüber kabelgebunden ist teuer, aber gegenüber den anderen wie Bragi und von Samsung und von, weiß nicht, Onkyo und so, gibt es ja auch welche, die drahtlos sind, die laufen nicht so lang, die haben nur 3 Stunden Laufzeit und diese kosten alle 300 Euro. Gut, die können noch mehr, aber und braucht die man haben ja Verbindungsprobleme nicht. Größtenteils. Das also auch. Wenn das jetzt, ich habe sie noch nicht ausprobiert, wenn Apple das jetzt hinbekommt, dass das soll cool sein, ne? Eine konstante machst die Verbindung haben, auch untereinander ist oft das Problem halt, weil die halt kein Kabel haben. Dann ist es ein faires Angebot. Der Sound, ich finde den nicht so doll und bei mir passen die auch nicht. Aber dadurch, dass es halt so neue Technologie ist, da müssen winzige Akkus zum Beispiel auch rein. Dafür ist es total in Ordnung, die 180 ist es, Euro. Ja, ist halt was für Early Adopters. Ne? Auf jeden Fall, aber ich fand zum Beispiel etwas lächerlich, dass der Herr Cook jetzt gesagt hat, dass die besser wären, weil nicht mehr der Zug von den oder das Gewicht von den Kabeln dran ist und dann fallen sie leichter raus.
Und solche Sachen. Hätte ich also, das gegenteilige das Gefühl. Halt bei mir haben sie eher gehalten wegen des Kabelzugs. Aber also das ist alles so. Apple-typisch schön geredet. Ja, und am schlimmsten fand ich wirklich, dass während der Keynote, sie haben es ein bisschen durch die Blume gesagt, aber dass dadurch, dass die Klinkenbuchse weggelassen wird, dass es dann eine bessere Tonqualität möglich wäre. Und das haben, das haben sie so angedeutet und das haben viele Leute das einfach nachgeplappert und gesagt, jetzt haben wir bessere Soundqualität. Und ich meine, in dem Lightning-Adapter, da ist einfach ein DA-Wandler drin und ob dieser DA-Wandler jetzt in dem Smartphone eingebaut ist oder in dem Adapter, das ist vielleicht halt nicht relevant. Vielleicht erklärst du es nochmal kurz, weil das finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Also was macht der DA-Wandler, warum ist der da drin? Ich glaube, das kann Volker wahrscheinlich. Ich kann das besser, also sagen wir so, super, da kriegt man immer die Arschkarte. Das heißt ja jetzt, hey, das kommt digital aus dem Gerät, das ist auf alle Fälle besser. Digital ist immer besser. Ja, das ist gut, das stimmt natürlich erstmal nicht, wie wir alle wissen, dass digital unbedingt besser ist. Das haben wir, glaube ich, an vielen Stellen schon gemerkt. Aber tatsächlich ist es so, bisher geschieht halt die DA-Wandlung und deswegen ist es tatsächlich ja nicht nur der Stecker, der den Platz wegnimmt, sondern irgendwo ist auch der DA-Wandler noch drin. Aber ist das auch ein großes Bauteil? Nee, der ist relativ winzig, aber trotzdem ist es halt noch ein Teil, das da mit drin steckt. Und der Verstärker natürlich. Genau. Und ein Verstärker ist auch noch mit drin, das heißt, das alles musst du jetzt bisher in dem Handy drin haben und stöpselst dann deinen Kopfhörer an. Und jetzt ist es halt so, jetzt haben wir halt einfach eine Digitalschnittstelle und das geht halt in diesem Adapterkabel und da ist jetzt dann eben dieser Digital-Analog-Wandler drin. Mhm. Und ist der das Wandler heißt, dann von der gleichen Qualität wie im iPhone 6S? Das ist halt eine gute Frage. Da haben wir nämlich tatsächlich vorhin schon drüber diskutiert. Mhm. Wir haben nämlich überlegt, könnte es nicht sogar sein? Bisher ist es halt so getrimmt auf natürlich die Standardwiedergabe und dann halt auch für, weiß nicht, die typischen Sampling-Raten. Vielleicht ist da tatsächlich ein besserer Wandler jetzt drin. Aber für 9 Euro, das ist, also meine Argumentation war irgendwie, dass wenn Apple ein Bauteil oder ein Gerät für 9 Euro verkauft, dann hört sich das nicht nach High-End. Das preiswerteste Hardware, die nur momentan von Apple kommt. Auf jeden Fall. Und ich meine, dann ist da jetzt nicht so ein Wahnsinns-DA-Wandler. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber auch die normalen sind halt nicht teuer. Sind wir uns da schon sicher, dass in dem Kabel ein DA-Wandler drin sein muss? In dem Adapter. Weil an sich, also Lightning, Apple hat es erfunden, die könnten die Sachen ja auch, die Kanäle belegen, wie sie wollten und das dann per analog halt wieder an den Kopfhörer einfach rausschicken. Dann fehlt aber die gesamte Verstärkung und so. Dann hätten sie nicht viel gewonnen. Dann wäre das alles auch immer noch im iPhone drin und sie müssten es so rausjubeln. Der Anschluss wäre halt weg. Also das ist ja bei denen, was ich an sich auch mag, halt das Philosophie, wirklich alles immer wegzulassen, was nicht gebraucht wird und auch mal vielleicht eine Generation zu früh. Und allein aus designtechnischen Gründen könnte ich es mir auch vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass der DA-Wandler in dem Ding drin sein muss. Also wir werden ihn ja dann sehen, noch haben wir ihn leider nicht. Ja, also der Witz ist, wenn ihr seht, dann wissen wir es schon. Dann wissen wir es schon, dann können wir das nur nachtragen. Das seht ihr dann vielleicht irgendwie auch auf der Webseite. Gibt es denn schon Drittherstellerangebote oder Ankündigungen, dass die auch solche Adapter? Habe ich tatsächlich noch. Also ich weiß es nur von früher, von diesen HTC-Geräten und so weiter, da war es immer so, dass du für 2 Euro oder sowas aus China was schicken konntest. Also da ging es irgendwie analog über diesen Mini-USB-Stecker halt raus. Da haben sie einfach die Kanäle halt irgendwie neu belegt. Also unbenutzte. Da war passive Kabel ohne alles drin. Und deswegen, also ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das auch passiv ist und dass die Hardware erstmal alle noch drin gelassen haben. Dann würde sich natürlich auch an der Qualität nichts ändern. Ja. Ne? Dann hast du nur diesen zusätzlichen Schlabberdongel und natürlich so ein bisschen das Gefühl, Apple möchte, dass ich eigentlich Bluetooth benutze. Aber also das bleibt ja sowieso. Die sagen, das ist jetzt weg. Natürlich legen sie es bei, weil sonst würden sie noch mehr Leute verärgern. Mhm. Und dann halt, nimm's halt Bluetooth. Ist ja auch, ist ja zeitgemäß. Mich nervt es ja auch. Ich verknote meine Kopfhörer auch immer. Ja. Aber dafür gibt es ja natürlich die Möglichkeit für so High-End-Anbieter, dass die dir so einen Adapter verkaufen können, wo so vergoldete Elfen... Mhm. Elektronik drin ist, irgendwie für hunderte von Euro. Also es gibt übrigens schon, fällt mir gerade ein, Dritthersteller, die solche Adapter verkaufen. Es gibt ja zum Beispiel den einen, mit dem man auch gleichzeitig laden kann. Weil das ist ja, das ist ja der größte Kritikpunkt und das kann ich auch gut nachvollziehen, dass wenn ich den Lightning-Adapter benutze, dann kann ich nur Musik hören, aber nicht laden. Mhm. Und ich habe das auch manchmal, dass mein Handy leer ist und ich sitze auf dem Balkon bei mir zu Hause, ich habe also eine Steckdose, will aber Musik hören. Mhm. Das würde mich schon nerven, wenn ich das Teil nicht aufladen könnte. Das ist Bluetooth. Übrigens, aber das genau. Aber ich habe mir gerade so teure Kopfhörer gekauft. Und aber das ist für mich ein wesentliches Argument an Bluetooth, ist, dass diese Geräte halt aktiv sind und dass sie deswegen auch wieder geladen werden müssen. Na, okay, du hast wieder ein Gerät mehr, was du permanent, wo du aufpassen musst, dass es
alles voll ist. Das nervt mich persönlich. Du hast aber auch schon eine Smartwatch, sehe ich. Da bist du auch dran gewohnt an Kummer. Ich habe eine Pebble, die hält eine Woche. Ja. Ja. Bam. Ich habe eine spontane Suche bei eBay gestartet nach iPhone 7 Adapter Kopfhörer und es gibt zumindest zwei Ergebnisse, die allerdings auch 7 Euro kosten. Immerhin 2 Euro gespart. Aber vielleicht gibt es ja qualitative Unterschiede, also dass die besser sind als die Apple. Steht da jetzt, ob da ein DA-Wandler, ich bin mir sehr sicher, dass da ein DA-Wandler drin ist. Wir werden es ja sehen, wir zertrümmern einfach ein. Wir wissen noch nicht mal, ob die jetzt funktionieren. Aber, also sie sind schon dicker, sie sehen so aus, als wenn das da ist Elektronik. Ja, auf jeden Fall. Da ist, aber es gibt was, also es scheint kein komplett abgeschirmter Chip oder sowas zu sein. Aber ist auf jeden Fall spannend, also wir werden das auch messen. Also wenn ihr die Sendung seht, dann wird auf Heise Online wahrscheinlich schon ein Artikel sein, in dem es um diesen Adapter geht und der durchgemessen ist. Ich hoffe, dass ich hier nicht zu viel verspreche, aber zumindest ist das geplant. Hartmut hat es vor, jedenfalls. Genau. Ja. Und trotzdem einmal noch mal ganz kurz zum iPhone. Du hast das ja schon, du hast das ja schon testen dürfen, einen Tag. Ich hatte das, genau, ich hatte schon kurzzeitig. Ja, es ist halt. Also ich habe halt bei dem 6S habe ich mittlerweile halt das Gefühl, einfach da hapert es an vielen Stellen, die sind einfach technisch nicht mehr auf dem Niveau der Android-Geräte. Bestes Beispiel, dein Lieblingsgerät S7. Mhm. Allein wenn du dir das Display anguckst, also nicht jeder braucht 2560 mal 1440 Punkte, aber es ist einfach ein geiles OLED-Display, was ultra scharf ist und wo man auch noch einen Unterschied sieht, zum Beispiel zu so einem Retina-Display. Mhm. Und Prozessor ist wieder super schnell. Aber natürlich. Da hat sich da viel getan beim Display? Nee. Also die haben einen anderen Farbraum jetzt und Filmfarbraum, den DCI. Ah, ja. Und das ist auch alles in Ordnung. Das ist ein gutes Display und für 99% der Nutzer reicht es. Und wenn das jetzt in einem 400, 450 Euro Gerät stecken würde, wäre das auch total in Ordnung. Mhm. Aber das ist eins der, oder das ist das teuerste Smartphone, was du dir kaufen kannst. Mhm. Und da will ich auch die allergeilste Technik drin haben. Das trifft zum Beispiel auf den Prozessor zu, aber bei dem Display ist es nicht der Fall. Das Gehäuse ist nichts Besonderes, es ist nicht dünner geworden, es ist nicht ganz schicker. Kurz nochmal zum Jet Black, ne? Also zu dem. Genau, Mondland. Ich hatte noch diese schwarze Variante, hatte ich auch in der Hand, halt diese glänzende, die sehr geil aussieht auf den Fotos, wo ich auch kurz davor war, mir die selbst zu schießen. Hatte sie dann aber in der Hand und das sieht erstmal aus wie Plastik. Das sieht aus wie ein 5C-iPhone. Man sieht ganz schnell die Fingerabdrücke, was mich nicht so stört, aber es sieht halt einfach nicht nach eloxiertem Metall aus. Wenn man aber näher hinguckt, dann sieht es schon besser aus als Plastik. Ach, auch nicht. Okay, also krass. Jetzt, ich hatte es, wie gesagt, ich hatte es nur einen Tag, das ist noch kein abschließendes Urteil. Aber ich fand diese matte Variante, diese schwarze, sah um einiges edler aus und einiges schicker. Und ich war richtig enttäuscht von der glänzenden Variante. Also es sieht zum Beispiel nicht so aus wie die S7, diese Glasrückseite, die sieht ja echt gut aus in Schwarz. Da war ein himmelweiter Unterschied. Man verwechselt es einfach mit. Aber mit, haben Sie extra einen neuen Produktionsprozess sich dafür ausgedacht? Oder ja, haben Sie im Weltraum Metall mit Laser beschossen. Das machen die alle. NASA hat es hergestellt. Okay, aber wir lernen, wenn ich mich recht erinnere, also okay, Display ist ungefähr genauso. Genau. Gehäuse ist genauso. Gehäuse ist gleich. Vermuten wir, glaube ich, dass das der gleiche Sensor sogar ist. Höchstwahrscheinlich oder das Nachfolgemodell von Sony. Farben sind noch ein bisschen blasser geworden. Also ich finde die iPhone 6 Kameras noch ein Quäntchen besser sogar. Und bei Fotos ist Samsung dem Ganzen auch noch voraus. Mhm. Videos sind super, wegen des Bildstabilisators. Mhm. Der funktioniert bei Full HD echt prima. Der auch im Normalen drin ist. Ohne genau, Plus. Der ist im Normalen auch jetzt mittlerweile drin. Das ist eine Innovation von dem Kleinen. Mit 60 Frames pro Sekunde sehen die super aus, die Videos, wirklich super professionell. Der mechanische Homebutton ist weg, dafür gibt es halt so ein Vibrationsfeedback, wobei man sich das nicht so... es ist so ein bisschen wie bei der Uhr, wirklich so ein ganz präziser, kurzer Schlag. Es fühlt sich nicht wie eine Vibration an, sondern wirklich so ein kleiner... Nervt das? Nee, ich finde es super. Ah ja, okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht allen gefällt und man muss sich daran gewöhnen. Ich finde es super. Kann man aber abstellen. Oder? Kann man in 3 Stufen regeln, abstellen, weiß ich nicht. Du brauchst ja ein Feedback irgendwie, dass du halt den Homebutton getätigt hast. Und beim Großen ist halt diese Doppelkamera drin, was absolut sinnvoll ist. Also wir hatten schon in Smartphones, hatten wir schon öfter Doppelkameras, die wurden manchmal zum besseren Fokussieren benutzt. In einem Gerät war vorne eine drin, die dann von dem weitwinkligen normalen Foto hat sie nochmal ein weitwinkligeres gemacht. Okay. Und das ist ja eigentlich genau das, was du nicht vermisst beim Smartphone, sondern auf Reisen willst du ein Tele haben und Apple hat es gemacht. Mhm. Keine Ahnung, wie die das mit der Optik hinbekommen haben. Es funktioniert auf alle Fälle. Du hast einen Zweifach-Zoom, manchen reicht es, manchen nicht. Das ist nicht ganz so lichtstark wie die normale Kamera. Aber eigentlich hast du halt mal noch einen kleinen Schritt von
der Extra-Kamera weggekommen, die du halt nochmal mitnehmen musst, weil es halt nochmal was kann, was nur die Kompaktkamera kann. Das Zoom funktioniert auch beim Video, ne? Oder? Genau. Mhm. Da gibt es dann aber irgendwann so einen Helligkeitssprung, weil er erstmal digital zoomt bis 1,9-fach und dann springt er so ein bisschen, merkst du minimal. Aber ja, an sich ist das schon mal ein gut, also es ist halt der Anfang, ne, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und die Bilder sollen auch fusioniert werden können in Zukunft, ja, von den beiden. Ja, es gibt es noch nicht, genau. Also ne, man kann halt so Porträtaufnahmen machen, wo du normalerweise nimmst eine Telelinse für eine Porträtaufnahme, wenn du es richtig professionell machst, damit du halt Bouquet, Tiefen Unschärfe, dass das Gesicht scharf ist und hinten unscharf. Und das rechnen die halt künstlich rein. Das haben andere auch schon probiert und sind ziemlich elend daran gescheitert. Sieht meistens schlimm aus. Das sah immer mies aus. Bei Apple jetzt die Fotos, die sie gezeigt haben, sah es besser aus als bei allen anderen. Aber hier unser Videoproducer Johannes hat auch gleich gesagt, den Unterschied sieht man so heftig zu einer Spiegelreflex mit einem Teleobjektiv. Aber warum, was ich nicht verstehe, wir haben doch ein Teleobjektiv. Warum muss man da das Weitwinkelbild noch mit reinrechnen? Naja, also eine richtige Tiefen- und Schärfe kriegst du damit auch nicht hin. Das hat physikalische Gründe. Also der Sensor müsste größer sein, das Objektiv müsste ein anderes sein, die Blende müsste noch anders einstellbar sein. Ah, ja. Das sind alles Sachen, wofür du halt Platz bräuchtest, was nicht funktioniert. Und was ja auch, eigentlich funktioniert in dem Smartphone ganz vieles mit der Kamera nicht, nur sie können halt vieles durch die Software verrechnen halt und besser rechnen. Deswegen sehen die Fotos so geil aus mittlerweile. Wenn man die ungefiltert nehmen würde, wäre das grottig. Ja, okay, ich verstehe. Und der Akku soll ein bisschen länger halten. Was übrigens fällt mir gerade ein, hat Apple gesagt, liegt auch an der wegrationalisierten Kopfhörerbuchse. Dass die 17% oder so mehr. Aber so groß ist also sie nicht. Also das glaube ich nicht. Vielleicht, wenn du die ganze Zeit Musik durchhörst, das liegt auf alle Fälle an dem neuen. Apple, ne? Nicht ich. Ja, ja, nee, klar. Das liegt auf alle Fälle an dem neuen Prozessor. Das ist nämlich das erste Mal ein Quad-Core, beziehungsweise eigentlich ist es ein doppelter Dual-Core. Also dieses Big-Little-Prinzip, was Android schon seit 2-3 Jahren macht, das ist halt eigentlich auch ein alter Hut. Endlich hat es jetzt Apple auch. Die haben zwei schwache Kerne, die nicht so schnell sind, aber sehr viel Strom sparen. Die laufen 99% der Zeit, auch wenn du im Web surfst und so weiter. Und wenn es mal wirklich drauf ankommt, wenn du ein Spiel spielst oder sowas, gibt es nochmal zwei Kerne, die richtig ordentlich Power haben, aber auch mehr Energie verbrauchen. Ah ja, cool. Steckt in jedem billig Android-Gerät. Also ist dann die Spanne von Idle zu Volllast größer geworden, also was die Laufzeitdifferenzen angeht? Oh ja, wahrscheinlich. Das konnten wir noch nicht so präzise nachmessen, aber ja. Aber das erklärt zum Beispiel, warum die Laufzeiten, wir haben so eine Websurf-Laufzeit, die ist 2 Stunden länger geworden, das wird auch daran liegen. Aber Rekorde werden dadurch auch nicht gebrochen. Also die sind jetzt wieder auf Niveau von den guten Samsungs. Aber es ist noch nichts dabei, was die wieder nach vorne bringt. Aber ich höre da raus, dass 6S-Besitzer jetzt nicht umsteigen müssen. Ab wann würdest du sagen, lohnt sich das? Also auf alle Fälle unter 6, also 5S, einfach wegen des Bildschirms. 4,7 Zoll Bildschirm, selbst das ist relativ klein für Smartphones. Aber darunter ist es einfach nur ätzend, eine Tastatur zu bedienen. Wer jetzt sagt, nee, ich will ein kleines Gerät, dem kann ich nur raten, benutzt mal 2 Monate lang ein größeres. Kein Riesenteil, sondern halt vielleicht ein größeres iPhone. Man gewöhnt sich so schnell dran und gerade beim Tippen, man will nichts anderes mehr haben. Das ist einfach diese 4 Zoll, die sind überholt. Die kannst du noch für Geräte benutzen, mit denen du nur telefonierst. Aber es ist veraltet. Da brauchen wir noch nicht drüber diskutieren, meiner Meinung nach. Das ist doch ein schönes Schlusswort hier für dich. Ja, jetzt gibt's Ärger. Das ist auch nicht schlecht. Schön. Hannes hat's gesagt. Schön nicht mehr darüber reden. Ah, du hast auch ein iPhone, sehe ich gerade. Also, soll ich wieder wegpacken? Super Überleitung. Ich habe übrigens jetzt gar nicht gesagt, das war übrigens Hannes. Stimmt. Wir haben gar nicht gesagt, wer wir sind. Sag nochmal ganz kurz. Michael. Mensch, haben wir jetzt nicht. Okay, dann stelle ich euch vor. Der jetzt kommt und über Webhoster redet, das ist der Holger. Und der, klingt komisch, der dann später ist aber so. Noch, der dann am Ende über seine Freundin Alexa redet, das ist Volker. Ich bin Keno. Ich glaube, wir werden auch eingeblendet mit etwas Glück. Ja, stimmt. Ja, aber die Hörer wollen es hören. Für die Hörer, für die Nicht-Gucker, sondern die Hörer, der jetzt gleich spricht mit der angenehmen sonoren Stimme, Holger. Hallo, Webhoster Holger. Webhoster hast du dir angeguckt. Hallo, Keno. Die Webhoster, das hört sich ja jetzt erstmal so an, das hört sich ja so an wie ein Thema für Leute, die jetzt irgendwelche Server oder so betreiben wollen. Aber ihr habt ja auch, ihr habt euch ja vor allem Sachen angeguckt, die für so kleinere Webseiten oder so. Muss nicht unbedingt kleinere Webseiten sein, aber wir haben uns Sachen für Leute angeguckt, die keine Lust haben, einen eigenen Server zu betreiben, dafür erstens mehr Geld auszugeben und zweitens den Server dann halt auch warten zu müssen.
Also du kriegst zwar auch Managed-Varianten von Servern, die der Provider dann wartet, aber das ist dann noch teurer, wenn es was taugen soll. Und wenn du dir, Stichwort Root-Server, wenn du dir einen Server mietest in einem Rechenzentrum, wo ein Linux drauf ist, wo du dann auch den Schlüssel kriegst für, also Administrationsrechte, dann bist du dafür selber verantwortlich. Okay. Und das ist halt Arbeit. Du musst das Linux up-to-date halten und du musst aber auch die Software, die drauf läuft, up-to-date halten. Aber um mal diese Produktkategorien kurz mal so auseinander zu klamüsern, Webhoster, das, was ihr jetzt getestet habt im Heft, wie ist das, in welchem Bereich spielt sich das preislich ab? Also was wir jetzt hier getestet haben, das sind schon gehobene Webhosting-Pakete, die kosten so um die 10 Euro pro Monat. Du kannst aber auch einsteigen ab 2 bis 3 Euro pro Monat. Da kriegst du allerdings viel von dem, was wir hier erwähnt haben und was wir gut finden, einfach nicht dazu. Deswegen haben wir gesagt, also wir haben uns ja die ganzen Kategorien angeschaut, auch die dedizierten Server und so weiter, also die eigenen. Wann fangen die denn preislich an, wenn ich so einen Root-Server oder so haben will? Naja, du kriegst für 30 schon einen, aber das ist dann echt Hardware, die nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist 30 Euro, das heißt also, das ist ja das Dreifache. Miete, dann. Miete im Monat. Ist dann ein 486er drin? Ja, fast. Nee, da sind dann schon irgendwie so ältere AMD. Achso, was es übrigens auch gibt, fällt mir gerade ein, es sind auch Gebrauchtserver bei Rechenzentren. Mhm. Also es gibt Anbieter, die es machen, Hetzner zum Beispiel. Gebrauchtserver? Die haben eine Gebrauchtserverbörse, ja. Das sind Server, die dann, ja klar, ich meine, die haben die Server, den stehen da rum, ja klar. Und dann kommen Kunden, die nach 2 Jahren sagen, brauchen wir nicht mehr. Ne? Und dann, was machst du damit? Kannst du natürlich austauschen und wegschmeißen. Und so ein Virtual Server? Ja, so ab 10 bis 10, naja, eigentlich schon ab 5 Euro, aber das ist dann wirklich Mist, muss man echt sagen. Aber also ab 10 Euro allerdings ist da halt das ganze Paket, was du hier mitkriegst, nicht dabei. Ne? Also hier kriegst du ja hier eine richtige schöne Mail-Administration und Mail-Konten und sowas. Ja, das muss ich ja alles selbst installieren. Genau, und du kriegst dann hier deine eigene Domain und das kriegst du dann, das musst du dann halt als extra kaufen, deswegen 15 Euro musst du da schon investieren pro Monat mindestens, bist aber dann bei so einem Virtual Server auch wieder verantwortlich, dafür, dass die Software da drauf ist aktuell. Aber da bei diesen Sachen, die sagen wir mal, um die 10 Euro im Monat kosten, bekommt man eine Domain dazu oft und man bekommt irgendein Frontend für die Mails und da läuft dann auch schon ein Mail-Server drauf und solche Sachen. Genau, du benutzt den Host des Hosters. Ja, also, stimmt. Das, ne, also, genau. du kriegst deine eigene Mail-Domain, unter der Domain, unter der du deinen Webauftritt anbietest, kannst du dann auch, das ist auch deine Mail-Domain, und kriegst auch zum Beispiel ein Webfrontend geschaltet normalerweise dazu. Also kannst deine Mails auch unterwegs abrufen. Ich hab nämlich so einen Dedicated-Server, deswegen denke ich jetzt immer gerade so, da muss man den Mail-Server drauf installieren. Aber man hat ja gar keinen Zugriff auf den Server. Man kann sich zwar per SSH drauf einloggen, aber das ist dann sozusagen ein User sozusagen. Genau. Ja, mehr kannst du nicht machen. Du kannst auch da nicht alles machen. Du kannst bist halt dann auch nur in deiner kleinen Sandbox via SSH. Sind eher Webspaces sozusagen, ne, was ihr jetzt getestet habt. Das ist Webspace. Das sind Webspace-Angebote. Das heißt, das ist ein Paket, wir nennen es immer rundum sorglos Pakete. Du kriegst einen definierten Festplattenplatzbereich auf einem Webserver, der von außen erreichbar ist. Und kriegst da drauf ein FTP, also von außen nur lesend erreichbar, schreiben darfst nur du drauf. Du kriegst also einen FTP-Zugang und einen SSH-Zugang dazu. Und du kriegst Mail dazu, du kriegst eine Domain dazu, du kriegst, was ich sehr gut finde, neuerdings, kriegst du in der Regel auch ein SSL-Zertifikat dazu. Das heißt, du kannst deinen Webauftritt auch via HTTPS erreichbar machen. Das dann auch zeitlich unbegrenzt. Normalerweise, ein Anbieter hat uns da ein bisschen veräppelt, meiner Ansicht nach. Dann kriegst du halt noch ein paar andere Gimmicks dazu. Wichtig ist halt, und das war bei uns im Test Grundbedingung, ist, dass du dort dynamische Inhalte hosten kannst. Sprich, dass da zumindest eine gute PHP-Umgebung installiert ist und dass du irgendwo im Rechenzentrum, meistens auf dem gleichen Server, auch Datenbanken anlegen MySQL kannst. MySQL oder so für WordPress oder so. Okay. Und wie viel Speicher, wie viel Festplattenplatz kriegt man? Was ist da heute gerade zeitgemäß? Also in den Paketen für 10 Euro so im Schnitt 100 Gigabyte. Oh, das ist ja schon mal ganz schön viel. Das heißt, ja, man kann auch mal Videos selber da drauf tun, wenn man will. Kannst du machen. Du kannst sogar witzigerweise dir einen OwnCloud dort installieren. Du kannst es auch als Dateiablageplatz benutzen. Das geht auch. Also und das ist wahrscheinlich schneller als irgendwie so einen alten Raspi oder so bei mir zu Hause, ne?
Vermutlich. Ja, natürlich. Ja, weil es klar. auch viel schneller angeboten ist. Ja, klar, diese Rechenzentren sind in aller Regel mit mindestens 1 Gigabit angebunden, 1 Gigabit pro Sekunde. Die blöde Tracks. Frage eigentlich, ja. Und merke ich selber. Ja. Schneiden wir raus. Ja, aber ich meine, 100 Gigabyte ist auch nicht so wahnsinnig viel. Du kriegst aber unter Umständen noch mehr. Da kann ich dir gleich nochmal eine kleine Anekdote zwischendurch, ne, was das Marketing von diesen, weil diese Webhoster stehen halt in einem sehr harten Wettbewerb untereinander. Das gibt die beiden ganz großen, das ist einzelne Strate und die versuchen sich halt immer gegenseitig irgendwie Marktanteile streitig zu machen und werfen dann mit wilden Begriffen um sich. Also Strato hat gerade wieder eine neue Fair-Kampagne gestartet, das heißt, wir schaffen alles Kleingedruckte ab und so weiter, um sich ganz bewusst zum Mitbewerber zu distanzieren. 1&1 hat, finde ich, macht was ziemlich Fieses meiner Ansicht nach. Und zwar sagen die, bei uns ist alles unlimitiert in dem Paket, in dem 10-Euro-Paket. Ihr kriegt Unlimited Webspace, ihr kriegt Unlimited Mailspace. Aus zwei Gründen ist es das nicht. Also erstens, du kriegst initial nur 50 Gigabyte, das steht dann im Kleingedruckten in den AGB. Und wenn du von den 50 Gigabyte, wenn du da 75% Platz verbraucht hast, dann kriegst du 25 Gigabyte dazu. Wenn du dann da wieder bei 75% bist, kriegst du auch, aber auch nur einmal am Tag, kriegst du dann wieder 25 dazu. Das heißt, du musst erstmal ordentlich aufstocken, musst das alles befüllen, randvoll machen, dass du immer wieder aufstocken kannst. Und bis du dann mal wirklich bei relevant unlimitiert wärst, dann brauchst du Wochen allein, um das zu. Ne? Also deswegen zum Beispiel für, man könnte ja denken, Unlimited, wow, das ist meine Own Cloud. Geil. Ich baue mir meine riesen unlimitierte Own Cloud, geht natürlich nicht. Und das finde ich ein bisschen gemein gegenüber den Nutzern, das wirklich sehr undeutlich zu kommunizieren. Und aber die OwnCloud muss ich selbst installieren oder gibt es auch Anbieter, die das gleich schon schlüsselfertig sozusagen anbieten? Es gibt es, ja. Ah, also ja, okay. das ist halt was, das hat der Kollege Daniel Berger größtenteils getestet. Kann ich aber auch ein bisschen was zu sagen. Also fast alle, bis auf einen Hoster im Test, bieten sogenannte One-Click-Installationen an. Das heißt zum Beispiel WordPress, Typo3, irgendwelche Shop-Systeme oder auch einfache Fotogalerie-Software oder sowas. Das heißt, du kannst da wirklich ins Frontend gehen, in dein Kundenmenü, klickst einmal drauf und dann wird die Software in deinem Webspace installiert. Cool. Und du kriegst dann halt die Admin-Rechte drauf. Und das Schöne ist halt, dass die dann auch vom Hoster up-to-date gehalten werden. Das heißt, wenn neue Updates kommen, dann werden die automatisch eingespielt. Ja, das ist cool. Das finde ich eine tolle Sache. Vor allem macht das dann total Spaß, auch mal, viele haben dann 100, 200 verschiedene Applikationen da im Angebot und es macht Spaß, einfach mal Software auszuprobieren. Du musst den ganzen Webspace zugleisten. Mehr Speicher zu bekommen. Um mehr Speicher, genau. Geht das bei 1&1 auch? So geht das. Klick. Ja, aber spannend ist natürlich, dass zum Beispiel, wenn du da 5 verschiedene CMS und Blog-Software zur Auswahl hast und dir nicht sicher bist, was ist das geeignete, dann installierst halt alle mal und probierst du mal aus. Ne? Ja, ob jetzt WordPress oder Joomla oder Typo3 vielleicht für mich das Beste ist oder Drupal, kannst du dann einfach ausprobieren. Danach schmeißt du es einfach wieder runter. Genau, das ist halt wichtig. Das heißt, ich kann es mit einem Knopfdruck auch wieder deinstallieren. Das finde ich nämlich fast noch wichtiger, als es mit einem Knopfdruck drauf zu bekommen. Ja, das geht. Wenn ich mich erinnere, als ich mein WordPress war, glaube ich, damals auch 1&1, egal, aber da war es noch nicht dabei. Wenn das drauf tun ist eine Sache, aber das nachher wieder löschen, also über FTP tausende der kleinen Dateien, da diese ganzen Konfigurations- und Skripte da wegzukriegen, das dauert einfach Jahrhunderte gefühlt, da hat man dann irgendwann keine Lust mehr. Übrigens ein großer Vorteil, das habe ich im Heft diesmal nicht so umfangreich erwähnt, finde ich aber sehr wichtig, ist, dass einige Hoster es mittlerweile auch total gut im Griff haben und das ist ein echter Vorteil gegenüber den dedizierten Servern zum Beispiel, für die Kunden die Backups zu machen und auch wirklich zugreifbar zu machen. Das heißt zum Beispiel bei 1&1 und Strato, die nehmen sich da nicht viel, hast du die Möglichkeit, Dateien zum Beispiel in verschiedenen Versionsständen, die letzten 3 Tage zum Beispiel, jeden Tag wird ein Snapshot gemacht, dann eine Woche vorher, aber auch einen Monat vorher und so. Und du hast die alle im Zugriff. Du kannst auch sagen, stell mir die Datei von vor einem Monat wieder her oder so. Oder auch das ganze Verzeichnis. Das finde ich ja ein super Service. Also, was hat denn dann so ein Dedicated Server überhaupt noch für einen Vorteil? Du hast dedizierte Hardware. Du hast erstens kannst du deine Software dort selbst installieren. Also du kannst natürlich auch. Wenn es alles als One-Click gibt? Also zum Beispiel Laufzeitumgebungen. Ne? Also es gibt die Hoster zum Beispiel, bei denen kannst du keine Python-Anwendungen laufen lassen. Das ist natürlich doof. Ne? Also wenn du das brauchst oder auch andere Datenbanksysteme. Du kannst halt deine Software installieren, die du haben willst. Ne? Wenn du nicht den Standard-Mail-Server haben willst, sondern einen Mail-Server, der irgendwas anderes können muss. Aber die Standards, PHP, MySQL und so, das ist alles läuft, kein Problem. Das läuft, aber es ist natürlich auch alles vorkonfiguriert. Und du kannst es nur in sehr engen Grenzen beeinflussen, mit welchen Parametern die laufen. Okay. Zum Beispiel hast du hier das Problem,
das ist bei allen Hostern so, die müssen das machen. Die haben ja mehrere Kundenpakete auf einem Rechner, auf einem Server laufen. Mhm. Und die dürfen sich natürlich nicht zu sehr ins Gehege kommen. Das heißt, wenn der Server relativ voll ist, dann wird auch die Abarbeitungsgeschwindigkeit der Skripte langsamer. Mhm. Und du hast, die Skripte sind immer laufzeitbeschränkt. Das heißt, zwischen 60 und 120 Sekunden in der Regel dürfen die. Mhm. Wenn sie länger brauchen, werden sie abgebrochen. Dann gibt es eine Fehlermeldung. Und da gibt es auch irgendwelche Beschränkungen, was sozusagen Up- und Downstream bedeutet? Also habe ich da irgendwie so eine Quota, dass, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt irgendwie Heise Online oder so hosten würde oder so mit dem Traffic, den wir haben. Der Traffic ist überall begrenzt, vermute ich. Ne? Traffic ist nirgends begrenzt. Ach. Also es gibt aber Hoster, die dann sagen, so ab 500 Terabyte pro Monat regeln wir runter oder so. Mhm. Das kriegen wir doch hin. Auf 10 Megabit pro Sekunde oder irgend sowas oder auf 1 Megabit pro Sekunde. Das gibt es schon, aber richtig begrenzt ist es nicht. Nur, meine Erfahrung zeigt auch mit Lesern, die mich da anrufen, wenn sie solche Probleme haben, ist, dass bisweilen schon dann Hoster mal anrufen den Kunden und sagen, hier, sie hosten da ja eine Website, die wird ganz schön beliebt. Ne? Wollen sie nicht ein größeres Paket? Ansonsten ist bei ihrer Leistung... So wie früher mit den DSL-Anschlüssen. Ne? Ja, genau. So eine... Es ist zwar angeblich alles flat und unlimitiert, ne, aber wenn du dann wirklich, wenn du das System wirklich so an die Grenze bringst, dann legen sie dir schon nahe, weil die haben natürlich auch immer noch die Möglichkeit, sie haben ja Vertragsfreiheit, dann möchten wir leider, dass sie gehen. Ne? Okay. Das gibt es auch. Dann klappt halt plötzlich die Mischkalkulation nicht mehr. Ne? Genau. Dann ist sie im Eimer, dann müssen sie halt gucken, dass sie mit dem Tarif zurande kommen. Aber du hast, die sind natürlich alle limitiert, die Pakete. Ne? Also also online wirst du auch so ein Paket nicht betreiben. Voll mit den ganzen Videos. Wir könnten das ja mal probieren. Genau, mit dem Uplink zum Beispiel. Vor allem, wenn du dann die Videos selbst hostest. Also da möchte ich gar nicht wissen, was wir da so an Traffic Nein, das möchtest du nicht. Nee, das möchte ich nicht. Also interessant ist ja auch, dass wir nicht nur uns die Pakete angeguckt haben, also auf die Features hin und so, sondern dass wir auch erstens für über 14 Tage mit einem externen Dienstleister zusammen die Erreichbarkeit getestet haben. Genau, stimmt. Das heißt, das waren Messungen, die auch von 11 Stationen in Deutschland, aber auch von anderen Teilen der Welt permanent jede Minute dort eine Website abgerufen haben und geguckt haben, ob der Host erreichbar ist. Also es waren 3 von den 8 waren immerhin fehlerlos. Das waren dann die in den 14 Tagen über 20.000 Messungen pro Host. Kann man vielleicht nochmal in die Kamera. Das ist nicht die Erreichbarkeit, sondern die Performance. Was du Ach, das zeigst. So. Und was man hier übrigens sehr deutlich sehen kann, so sieht es aus, wenn ein Host ein Performance-Problem in 2 Tagen hat. Wo haben wir irgendwie eine Detailkamera? Wir haben, glaube ich, sogar eine. Also was wir hier gemacht haben, das haben wir über den Heften. Glaube ich, hier. Also hier haben wir... Da, wo die grünen Zeitschriften liegen, das ist ja super. Wir müssen das ja nur ungefähr so reinlegen, damit man mal diese Diagramme sieht. Sieht man da irgendwas von? Ja, dreh noch mal ein bisschen. Diagramme. Regie? Ich glaube, man sieht das jetzt, ja. Ach da, wir haben jetzt das Bild da, okay. Ah. Man sieht da irgendwas. Ich sehe ein weißes Heft, egal. Und oben also ist halt... Also was du hier siehst, das ist auf dem Diagramm, das ist die Sekunden. Das heißt, das Ganze steht auf dem Kopf, richtig? Ja. Sehe ich das richtig? Das steht alles auf dem Kopf in der Kamera. Also kannst ruhig drehen. Guck mal, wenn also für so die reinen geht, Hörer, wir gucken jetzt hier gerade in die CT und gucken uns hier die Performance-Diagramme der einzelnen Hoster an und... Holger erklärt gerade, wie das aussieht, wenn es Probleme gibt. Da sind halt 7 Tage aufgetragen. Ne? Das ist jetzt die Performance-Messung. Das heißt, was wir gemacht haben, wir haben bei jedem Hoster ein identisches WordPress installiert und haben dort jedes Mal zufällig, also immer die gleiche Seite bauen lassen, aber die Bilder zufällig verschieden angeordnet, sodass dass kein Caching-Mechanismus funktioniert hat oder so und dass sie jedes Mal die Seite neu generiert werden musste. Okay. Ne? Ungefähr ein Megabyte groß war die Seite, dass es nicht zu viel wird. Und haben dann genau messen lassen von Uptrends, von dem Dienstleister, wie lange das gedauert hat, die verschiedenen Schritte des Bauens der Seite. Mhm. Und was man hier eben sehr gut sehen kann auf dieser Grafik, für die Hörer unter uns, man sieht für die Zuschauer das auch nicht gut sehen. Man sieht eben hier dann mal in einem Fall, wie das aussieht, wenn ein Webhoster scheinbar 2 bis 3 Tage lang große Probleme hat mit der Performance. Das ist in dem Fall 1&1. Die hatten da... für 2,5 Tage ein Netzwerkproblem haben wir dann festgestellt, weil das Bauen der Seite selbst, also der Aufbau hat gar nicht so lange gedauert, aber bis der erste Kontakt zur Webseite stattgefunden hat, funktioniert das trotzdem, die waren relativ fehlerlos, aber es hat halt teilweise auch, wir haben hier oben abgeschnitten, wir wollten da zuerst noch Kappungsgrenzen schneiden, weil es so komisch aussieht, aber teilweise sind die Balken auch so lang gewesen. Achso, ist ja nicht bei 8 Sekunden Schluss, sondern teilweise dann dauert es 40 Sekunden. 40 Sekunden, bis die Seite geladen ist, sehr schön. Oder bis es losgeht. Wir haben aber ja auch bei den anderen Hostern überall immer so kurze Peaks, dass
Was ist das denn, sind dann Zeiten, wo besonders... Wo viel los ist. Wo gerade viel los ist. Ja. Ah ja, okay. Und ein Haus hatten wir, wo wir dann mal einen Ausfall von fast einer Stunde festgestellt haben. Mhm. Komplett Ausfall. Genau, der ist, den sieht man auch hier. Und die Verfügbarkeit? Aber zum Ergebnis, was mich wirklich überrascht hat und verblüfft hat, ist, weil ich gedacht habe, die sind sie in der Performance doch sehr ähnlich. Mhm. Aber die Spanne ist riesig. Also der beste Hoster hat durchschnittlich unter 0,8 Sekunden gebraucht, um die Seite komplett in den Browser auszuliefern. Und andere Hoster haben länger als 2 Sekunden gebraucht. Und länger als 2 Sekunden ist dann schon, wenn du von so einer Spanne ausgehst, bei so einer einfachen Seite. Mhm. Also bei einem komplizierten Shop-System kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann einfach abhauen. Aber ist auch ein Stück weit Glückssache, wer da jetzt noch mit auf deinem Server sitzt. Ne? Also nicht immer, es kommt drauf an. Also normalerweise sind das ja Cluster. Also die Storage-Systeme sind nicht gleich beim Server und der Server, der hat auch, also die verteilen die auch dynamisch auf mehrere Server in Server-Cluster. Mhm. Das ist nicht mehr ein Server im Rack, wo garantiert ein Paket läuft. Die werden immer hin und her geschoben, je nach Auslastung. Ach so, okay. Ah ja. Und die Verfügbarkeit, also wie stabil das lief? Sehr stabil. Also da hatte ich, also bis auf den einen Webhoster, wo es einen Ausfall gab, für fast eine Stunde, haben wir einmal 2 Fehler gemessen. Das ist aber fast noch in der Messungenauigkeit. Das kann ja mal passieren, dass irgendwo mal eine Messung nicht geklappt hat. Hier waren einmal 10 Fehler, habe ich gesehen. Genau, das ist der Webhoster. Ah ja, gut. Jetzt sogar einer 100%, ne? Also richtig, das ist... Ja, ist doch schön. Insgesamt 3 haben wir. Das für 10 Euro pro Monat, ne? Und 2 Wochen, ne? Habt ihr das? 2 Wochen, ja. Genau. Begutachtet. Also, man muss auch mal dazu sagen, ne, das ist ein kleines Zeitfenster und wir würden denen jetzt Unrecht tun, wenn wir sagen würden, in Bausch und Bogen sagen, die sind schlecht oder so, weil jeder Hoster hat immer mal eine Zeit, wo es schlecht läuft. Ne? Das ist ein kleines Zeitfenster. Und deswegen ist habe ich auch deswegen nochmal ausführlich einen Text geschrieben, ist die Aussagekraft natürlich begrenzt. Dann haben wir noch Praxis. Deswegen wird zum Beispiel übrigens auch grundsätzlich in Service-Level-Agreements, die du mit Webhostern abschließt, machst du ja hier auch im Grunde genommen mit den AGB als Privatkunde. Aber als Geschäftskunde machst du dann halt einen richtig extra Vertrag mit einem Level-Agreement. Das heißt, die dann halt auch, garantieren. Wo die dir was garantieren und wo es quasi eine Vertragsstrafe gibt, wenn sie das nicht leisten. Mhm. Und da steht eben auch eine prozentuale Erreichbarkeit drin normalerweise. Das steht in den AGB bei den Hostern auch. Die habe ich auch immer in der Tabelle aufgeführt. Mhm. Das wird aber immer pro Jahr angegeben. Ne? Da steht immer PA dahinter, per anno. Ne? Ja, ja. Mhm. Interessant. Über das Jahr gerechnet ist nicht ernsthaft zu erwarten, dass irgendeiner von denen unter seinem SLA bleibt, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, klar. Also, bevor du den Leuten jetzt noch alles erzählst, die Leute sollen ja auch selbst kaufen. Habe ich schon wieder zu viel erzählt? Nein, alles gut. Wir haben ja auch noch Praxistipps, wie man da jetzt drauf umzieht und wie man das alles macht. Das ist alles echt ganz sehr interessant. Wie viele Seiten sind das? Bestimmt 15, 16, 17, 18. Also, ist im Heft, ne? wenn ihr euch dafür interessiert, die Ergebnisse. Wie viele Hoster waren das, die ihr getestet habt? 8? 8, glaube ich. 8, ne? Genau. Schöne Geschichte. Und jetzt noch was ganz Aktuelles, was wir noch nicht im Moment haben. Darf ich dich noch einmal kurz unterbrechen? Darf ich mich ausklinken an der Stelle? Ja, natürlich. Ja, weil ich einen ganz dringenden Termin habe. Ich gucke gerade auf die Uhr. Der muss noch zum Flug. Der muss zum Flieger. Ganz dringend. Wetten, das mäßig. Ja, Holger, schön, dass du da warst. Ja. Viel Spaß in Beverly Hills. Ich hoffe, du kriegst den Schönen Flieger Urlaub. Hau rein. Das hatten wir das schon mal, dass jemand im Uplink gegangen ist? Ich glaube, es ist eine Premiere. Ja, eine unrühmliche. Ja, hatten wir schon mal. Ach so, dass jemand gekommen ist. Einen Austausch, den auch gar nicht alle bemerkt haben. Ach ja, richtig, das war auch gut, stimmt. Wir können natürlich Yoda jetzt dahin setzen. Ja, aber den haben wir ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo Yoda rumliegt. Oder unseren neuen Kollegen, der da hinten zuguckt. Sehr schön. Auch nett. Das geht schon. Genau. Aber wir reden jetzt über 2 Sachen. Alexa und Echo. Und Alexa. Den, darüber willst du gar nicht mehr sprechen. Ach so, und Dash. Oh Dash ist nämlich im Heft, ne? Dash haben wir im Heft. Stimmt, jetzt hast Dash du mich, obwohl ich den Artikel selber gemacht habe, ja, das mich total verwirrt. Das ist hier oben die, nennen wir immer Käse-Ecke hier, da ist dieser Dash-Button mit dem feuchten Toilettenpapier. Genau. Das hier, kannst du bestellen. Genau. Der Dash-Button ist ein... Soll ich mal? Ja, bestell mal. Relativ und, meinst du, kommt was? Wie lange dauert das? Wie lange hat das bei dir gedauert? Man sieht schon... Ach du Kacke, da kommt was geflogen. Ist, glaube ich, nicht weit genug gekommen. Die Klopapierlieferung kam spontan. Ach so. Ach, das war jetzt... Oh Gott, das habt ihr jetzt abgesprochen. Nein, Ivo, wir haben immer Klopapier in der Sendung. Scheiße. Ja, genau. Komm, das die passen. Das probieren wir jetzt nochmal. Probieren wir nochmal den Knopf. Muss man einen Knopf drücken, aber ich weiß nicht, ob das klappt.
Ja, muss ich noch mal kurz. Wie lange hat denn bei dir die Lieferung gedauert? Du hast das so schön gepostet. Wir versuchen das mal. Bevor ich den Knopf gedrückt habe. Ja, das ist ja, nicht toll. Das kommt durch die Algorithmen, das weiß Amazon schon durch deine Daten. Das ist auch was Amazon ja schon sich hat patentieren lassen. Ne? Das prophylaktische Schicken und Verlagern von Inhalten. Die wissen jetzt, dass du immer Klopapier haben willst. Oh Gott. Hätten wir vielleicht Holger mitgeben sollen. Ne? Sehr schön. Ja, das stimmt. Ja, ich habe deinen eben schon geschreddert, fürchte ich. Nee, der war aber auch kaputt. Ne? Den hast du auseinandergenommen. Der liegt jetzt da unten, der Rest. Der Spatten? Ja, hier ist jetzt, die Platine ist auch da. Kostet der auch den können wir nochmal in die Detail... Kamera in die Detailkamera. Halten. Sieht man da was in der Detailkamera? Haben wir schon erklärt, was das überhaupt ist? Nee, haben wir nicht. Aber man hat es doch geahnt, glaube ich. Den normalen also, kannst du ja dann nochmal hin tun. Man ahnt es. Man braucht nur einen Knopf drücken und dann kommt das, dann macht Amazon quasi die Bestellung fertig und schickt dir das. Was hast du denn da noch? Diadermin, was ist das? Ich weiß Hautcreme? Es nicht. Ich glaube, das schon mal Hautcreme. Was bestellt? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, was es ist. Also das Lustige finde ich an dem Amazon Dash, der kam ja raus, also wurde ja angekündigt im letzten Jahr am 31. März, das heißt einen Tag alle haben gedacht, April. Das war ein Witz. Ja. Und alle haben gedacht, das ist ja so ein komisches Produkt, das muss ein Witz sein, weil diese Teile sind wirklich hart verdrahtet auf die Produkte, die da vorne draufstehen. Das heißt, bei dem... Genau, die haben irgendeine ID da drin und du kannst es nur darauf konfigurieren, auf den Hersteller. Ne? Aber du kannst, glaube ich, verschiedene Sachen aus... Richtig. Du hast ja schon gemacht. Richtig, ich habe es ja nicht mal geschafft, meinen zu connecten. Volker kennt sich nicht so gut mit solchen Dingen aus. Das ist ja traurig, scheiß Technik. Nee, eigentlich funktioniert die Einrichtung sehr einfach. Also man braucht halt die Amazon-App für iOS. Es sei denn, iOS. Dein Nachname beginnt mit Z oder so. Das kann damit zu tun haben. Für iOS oder Amazon. Und dann, das ist ganz interessant übrigens, dass die Einrichtung... also das Handy muss ja sozusagen das WLAN-Passwort da drauf funken auf diesen Button. Und diese Einrichtung funktioniert standardmäßig per Bluetooth. Bei der allerersten Version dieses Dash-Buttons, die nur in den USA rausgekommen ist, da gab es das noch nicht. Aber bei der Version benutzen die jetzt Bluetooth Low Energy. Aber das Coole ist, dass die ein Fallback da drin haben, der Dash-Button. Das heißt, wenn du Bluetooth ausschaltest, dann geht der auf Android, der Dash-Button im WLAN-Access-Point auf, in das sich das Handy rein, in das Handy geht kurz da rein, kippt da die Daten ab und geht wieder ins normale WLAN. Und der Dash-Button genau wie bei den Dingern hier auch. Die machen das genauso. Okay. Das hier habe ich geschafft zu connecten, das hat bei mir nicht funktioniert. Sehr interessant. Google Chromecast macht das auch so. Genau, die machen das. Wir haben auch so ein Fallback. Chromecast macht das nur, glaube ich. Nur so. Die machen erst ein eigenes WLAN auf und dann... Später sind sie aber übers Heim-WLAN verbunden. Genau. Und das Allerabgefahrenste ist, wenn du iOS benutzt, dann können die diesen WLAN-Fallback nicht machen, weil ich vermute, dass eine Software bei iOS nicht selbstständig das WLAN wechseln darf, ist meine Vermutung. Deshalb weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf alle Fälle piept dann das Handy über... Über Ultraschall nennen sie es ja vielleicht nicht, sondern man hört das mit bloßem Auge. Also die morsen das quasi rüber. Genau, und das klingt so richtig alienhaft. Das Handy oder der Dash-Button? Das Handy, weil das Handy muss ja die Daten, erstmal das Produkt, was du haben willst. Ja. Also bei diesem feuchten Toilettenpapier gibt es dann 5 Geruchsrichtungen und so ein Quatsch. Oder Größen, das kannst du dann auswählen. Und natürlich das WLAN-Passwort. Und das wird dann da reingepiepst. Und wir haben auch das Deswegen im Labor. Deswegen hat es auch ein Mikrofon, das Ding, ne? Richtig. Ich glaube, in deinem Artikel heißt nämlich eine Überschrift, warum ein Mikrofon? Richtig, oder so weil das haben nämlich, da, als ich diesen Artikel gemacht habe, haben mich mehrere Kollegen angesprochen, oh, da ist ein Mikrofon drin und die wollen die lauschen. Die lauschen und so. Und deswegen haben wir uns das was mal genau... Was bei Amazon ja auch gar nicht so abwegig ist. Das ist die neue Variante vom Echo. Ja. Echo Mini. Genau. Also 17 bis 18 Kilohertz, aber das hört man trotzdem noch. Aha. Also ich höre das jedenfalls noch. Oh, ziemlich hoch. Ich habe nichts gehört. Aber ob es jetzt nicht gefunkt hat oder ob ich es nicht gehört habe, weiß ich nicht. Das geht nur bei iOS. Da habe ich ja Glück gehabt. Genau. Vielleicht. Und probier das noch. Wir haben zumindest, weil das wäre natürlich ein Skandal gewesen, wenn das Teil wirklich die ganze Zeit mithört. Aber wir haben uns das genau angeguckt und wir haben also gesnifft, was das Teil im WLAN so macht. Mhm. Und das Ding funkt wirklich nur Sachen ins WLAN, wenn du den Knopf drückst. Also dann werden verschlüsselte Pakete verschickt. Sonst und das ist es war's. Stumm. Ja? Sonst macht es nichts im WLAN. Also okay. Und auch die Pakete, die Nutzdatenpakete, wenn du den Knopf drückst, die sind so klein, da können keine keine Tonaufnahmen drin sein. Ich meine, das Flachwitz hat auch keine Ohren, das Ding. Nee. Oh, war der schlecht. Genau. Aber ich weiß nicht mal, wo das Mikrofon ist, wenn ich ehrlich bin. Das Ding ist ja, das ist mein Konzept. Das siehst du hier schon an dem
können wir nochmal hier in die Kamera halten. Ich glaube, wenn wir nochmal die Detailkamera. Sieht man was? Da ist ein Löchlein. So ein Löchlein ist da. Ja, kann man wahrscheinlich nicht. Ich finde, die Dinger brauchen auch nicht unbedingt mitzuhören. Als das, also sie sind schon so umstritten genug, oder? Das Grundkonzept ist halt schon umstritten genug, als dass sie da nicht noch irgendwie ein Mikrofon brauchen, um drüber zu reden. Das stimmt, ja, das stimmt. Also, es ist halt schon krass, ne? Du bindest dich an einen Shop, an ein Produkt auch noch. Du überlegst gar nicht mehr, kaufe ich mal ein Konkurrenzprodukt. Nee, das ist du halt, weißt den Preis Gedanken nicht hätte. Zu dem Zeitpunkt. Das ist mir auch aufgefallen. Das heißt, es ist dynamisch wie immer und... Das ist immer angeblich immer der günstigste Prime-Anbieter für das Produkt oder so ähnlich. Irgendwie so, ja. Bloß aber wahrscheinlich das meistens Amazon. Das kann sich trotzdem ständig ändern. Meistens Amazon, aber nicht immer. Aber klar, du weißt es nicht, ist halt eine reine Bequemlichkeit. Ist denn das so verbraucherrechtsmäßig? Ja, doch, das haben wir. Das also, wenn du was kaufst, ohne den Preis zu wissen, ist es ja normalerweise ein großes Problem. Also, es sagen Verbraucherschützer, dass das Teil. Die sind nicht glücklich. Dass das Teil illegal ist, sozusagen. Ach so, okay. Auch mit mal der sehen. Begründung. Also die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen will auch rechtliche Maßnahmen gegen Amazon ergreifen. Aber mehr genau wissen wir nicht dazu. Aber ja, wichtig ist, dass sie es überhaupt tun, damit man das überhaupt mal klärt. Ne? Na, also das finde ich schon spannend. Ja, natürlich. Also es muss natürlich auch diskutiert werden auf jeden Fall. Weswegen wir das Ding ja eigentlich ganz cool finden, ist ja eigentlich, ja, weil das hier ist ja eigentlich ein kompletter kleiner Computer, den ich habe. Ne? Mhm. Also das ist ja für uns das viel Spannendere, als jetzt ausgerechnet zu sagen, oh super, wir haben einen Knopf, da können wir bei Amazon bestellen. Genau, das ist ein kommt eine AA-Batterie. Da kommt einfach die Lichtsetzleiter da auf den Boden. Ah, ja. Egal. Aber das ist leider verklebt, das Gehäuse. Ne? Obwohl das jetzt so aussieht, als könnte man die Batterie tauschen, kann man das nicht. Man muss es aufschneiden. Man kriegt es dann auch noch wieder zusammen. Das ist jetzt kein Rocket Science. Wie lange soll der Akku dann halten? Die Batterie? Ja. Also da scheiden sich die Geister. Also irgendwie habe ich im Netz gelesen, sogar auf Heise Online, irgendwas von 5 bis 7 Jahren. Aber gerade die Batterien sind berühmt-berüchtigt dafür, dass sie nach 2-3 Jahren auslaufen. Es ist eine Markenbatterie. Theoretisch drin. Die Lebensdauer sozusagen, was sozusagen 1000 die Akkuaufnahme wäre. Ne? Amazon verkauft ja so einen IoT-Button, der $20 kostet, aber der genauso aussieht. Und da sagen sie 1000 Drücke. Plus die Selbstentladung ist dann nicht mit einberechnet. 1000 Drücke hängt natürlich dann, wenn ich den als IoT-Button quasi als Klingel benutzen wollte, Richtig. Bist du natürlich auch vielleicht, je nachdem wie viele Pakete du bekommst, früher durch damit, ne, als nach 7 Jahren. Also, aber spannend ist da so ein bisschen mit rumhacken, ein bisschen basteln, dafür ist es natürlich spannend. Und das Ding kostet einen ja nur 5 € und dann muss man halt gucken, was man damit... Wie ist, aber du kannst doch das Geld auch wiederbekommen. Also du zahlst erstmal 5 Euro. Bei der ersten Bestellung werden die 5 Euro verrechnet. Und das war's. Hast du schon raus mit deinem Klopapier? Ja. Super. Das heißt an sich, wenn du es wirklich benutzen willst, dann sind die kostenlos. Das wollte ich nämlich noch sagen. Du hast eine halbe Stunde ungefähr, wenn du den Knopf drückst, dann siehst du erstmal, wenn die LED grün leuchtet, dass die Bestellung abgeschickt worden ist. Und dann kriegst du eine Benachrichtigung in deiner Amazon-App und dann hast du eine halbe Stunde Zeit, das noch zu stornieren. Mhm. Also in meinem Test war es so. Und wenn du das dann aber nicht stornierst, dann kriegst du dann halt das Zeug. Aber das heißt, ist schon krass. So vor allem diese Benachrichtigung kann man sogar abstellen. Vor allem, wenn du dann, also ja, sagen gut, du mal selber so, kannst sie abstellen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass du Angst haben musst, dass du Klingelstreich 2.0 hast und jemand sitzt bei dir auf dem Klo und bestellt 1000 Pakete. Standardmäßig ist auch eingestellt, dass man das erst immer wieder, also dass erst wieder eine Bestellung kommt, wenn man da drauf drückt, wenn die andere da ist. Okay. Ja, das heißt gut, aber, wenn es dir halt nicht völlig egal ist, was du bezahlen wirst, dann musst du ja jedes Mal in diese Bestätigung reingucken. Richtig. Und dann kannst du es auch schon fast bestellen. Das war meine Argumentation, weil es gibt hier Kollegen, die das Teil total toll finden. Und genau das habe ich auch gesagt. Ich kann doch auch einfach mein Handy rausholen. Ist dir egal, ne? Und von mir aus bei Amazon, wenn ich Amazon benutzen will, Amazon One-Click oder was machen. Das sind 3 Touche. Und die Kollegen haben gesagt, ja, aber wenn ich wirklich die Sachen genau an der Stelle habe, wo zum Beispiel das Waschpulver ist und ich dann sehe, Waschpulver ist leer, letzte Schippe rein, dann drücke ich einfach den Knopf und dann ist das Thema gegessen. Und da muss ich mir auch nicht, wenn ich das jetzt nicht, also es ist ja nicht normal, nicht standardmäßig, oder habt ihr schon mal Waschpulver bei Amazon bestellt? Ich noch nie. Doch, ja, da gab es nämlich mal ein Angebot. Also so einen riesigen Teil, da habe ich auch nur einmal gemacht, weil ich den Postboten nachher gesehen habe, wie das hochgeschleppt hat. Also das hat insgesamt irgendwie 11 Kilo gewogen. Ah ja, ich habe das noch nie gemacht und man muss ja echt sagen, wenn ich merke beim Waschpulver, da ist nichts mehr, dann muss ich mir so einen geistigen Vermerk im Hinterkopf machen und das ist schon... Ja, okay. Ist schon convenient, wie die Amerikaner sagen.
Und dann hast du bei den Kondomen, ne, da haben wir alle riesen Bedarf, ne? Also da kannst du dann Knopf machen. Ich habe zwei Kinderknete. Was? Kinderknete. Ich habe zwei mittlerweile neben dem Bett. In dem Bett, super. Ja. Ja, aber ist klar, also da gibt es da natürlich auch Anwendungsfälle für, ne? So. Aber ich meine, Anwendungsfälle. Ja, also jetzt ohne Scheiße, also deine ganze Geschäft oder sowas halt. Also ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel sowas, dass es gar nicht irgendwie unbedingt privat oder so hängt, sondern du irgendwie, wenn du öffentliche Toiletten hast oder so, oder im Restaurant, wo halt irgendwie eine Putzfrau macht, die nichts mit dem Laden zu tun hat, so, merkt halt, es ist leer und drückt da einmal drauf, so, ohne dass die da halt irgendwie Zugriff auf die Buchhaltung oder was ich was haben müsste oder sowas. Oder halt, ja, im Puff, dass halt da ein Knopf hängt, so, ja. Also. Ich stelle mir so eine Privatwohnung vor, wo überall beim Klopapier, beim Waschmittel, beim Bett, beim in der Küche für irgendwelche Sachen, wo da überall diese Button hängen. Ja. Ich meine, das ist doch auch total unelegant eigentlich, oder? Ja, vor allem mit der Werbung da drauf. Ne? Die, ja. Also, die sehen schon mistig aus und dann sehen auch noch immer alle, ah, hier, das ist das feuchte Toilettenpapier, was der benutzt. Ja. Das willst du ja auch nicht, dass die Gäste sowas halt immer ich, so. Ich finde es seine Lieblingsmarke. Irgendwie so prollig amerikanisch, aber ja, ich ein bisschen, amerikanisch. Irgendwie einen gewissen Charme hat es irgendwie. Ja. Vor allem, weil man das Ding halt einfach benutzen kann als IoT-Button. Da steht auch im Heft, aber kann man einmal kurz sagen, nee, sagen wir einfach mal nicht. Sagen wir nicht. Sagen wir also nicht. Wir haben da was zu beschrieben, was man noch damit machen kann, außer bei Amazon googeln. Zu bestellen. Das genau. Ist die Idee. Genau. Aber als ich das gelesen habe, hast du für mich alles geändert. Ja. Hat mein gesamtes Konsumverhalten umgestellt. Ja, ich glaube, unsere Zuschauer und Zuhörer, die können auch das Internet bedienen. Und, ja. Aber wir machen da demnächst nochmal einen größeren Artikel drüber, weil wir das auch echt interessant finden. Also das finden. Mit dem IoT-Button noch ganz kurz. Ist es so, es gibt noch einen neutralen Button oder was? Von es gibt von Amazon einen neutralen Button, der kostet $20. Gibt es aber nicht in Deutschland, nur in den USA. Ja. Und dann kannst du halt, da kannst du dann programmieren, was passieren soll, wenn du den drückst. Also if this then that oder. Generell, nicht nur auf einen Produktkauf bei Amazon. Nee, überhaupt keinen Produktkauf, sondern zum Beispiel. Der schickt einfach nur ein Signal ins WLAN oder sowas, ein Bit oder was quasi. Ja, du kannst dann, nee, über den, das geht dann über den Amazon-Server und dann kannst du einstellen. Ja, ganz ohne Amazon geht's nicht. Auf dem Amazon-Frontend kannst du einstellen, ob der vielleicht deine LED-Lampe dimmt oder ob er dir eine Mail schickt oder keine Ahnung, if this then that. Okay. Aber das kannst du dir halt auch selber programmieren, wenn du ein Raspi oder so benutzt. Okay. Ja, aber eigentlich ist ja fast noch spannender das andere böse Gerät. Das andere Ding, von Amazon. Der größere Lauschlappen sozusagen, genau. Nämlich, ich verwechsel immer Echo oder Alexa. Pass auf, verschieden. Also Alexa kommt in keinem Produktnamen vor, interessanterweise ist aber das Wichtigste daran. Also das hier ist der Amazon Echo. Bei der Produktbeschreibung aber ganz groß sogar, ja. Ja, natürlich. Ja. Alexa, ja, aber der Name, also hier, das hier ist Amazon. Jetzt hat es reagiert gerade. Es hat, welches das? Ja, oh. Ach, weil wir Alexa gesagt haben. Pass auf, genau. Also das ist Amazon Echo. Der kommt nach Deutschland jetzt auch in weiß. Wurde gestern toll vorgestellt, kommt jetzt auch in weiß. Ne? Ja, der wiegt so ein Kilo ungefähr, genau. Der ist, und wird warm. Der wird warm. Das ist aber nichts gegen die hier. Wenn die was zu tun hat, dann kocht die unten. Jetzt im Moment ist sie nur einigermaßen warm. Das ist halt, wie gesagt, Amazon Echo. Den gibt es in den USA schon länger. Das hier ist die alte Version vom Echo Dot. Das ist halt der gleiche, also hier sieht man es noch deutlicher, das ist quasi genau der gleiche Kopf, das kann man hier drehen, kann man hier auch drehen, ne? Lautstärkeregelung. Ist bei dem, der jetzt nach Deutschland kommt, nicht mehr, der hat zwei Taster stattdessen. Das ist ziemlich cool gelöst mit der Lautstärkeregelung. Ja, das ist sehr hübsch, der signalisiert dir. Das haben sie aufgegeben. Bei das, ja, also beim Echo ist es noch, cool, bei dem Kleinen, also beim hier Kleinen fühlt sich halt dieser Lichtring, je nachdem, wie man halt das aufdreht. Wir haben ja hier die Kamera. Ah, das ist schon cool. Also ja, haben sie jetzt halt gespart, deswegen ist der auch günstiger. Also das Ding kostet jetzt hier, wenn es nach Deutschland kommt, im Oktober 180 Euro. Und ich hab gehört, halt für Prime-Mitglieder? Für Prime-Mitglieder, wenn sie sich, ja, das ist schon vorbei, wenn die Sendung läuft, am bis 16. muss man sich da registrieren, dann kriegt man 50 Euro Rabatt. Aber das Problem ist die haben erstmal 10.000 Geräte für Deutschland reserviert. Das heißt, du kannst dich bewerben, wenn du eins haben möchtest, aber es ist garantiert dir noch keiner. Die machen also so einen Soft-Launch. So? Ja, das Argument war, die haben gesagt, okay, sie haben jetzt halt in Polen ist die ganze Lokalisierung gemacht worden für Deutschland und für Großbritannien. Ist interessant. Also die haben tatsächlich eine andere Alexa, das ist die Stimme, die daraus spricht, die wir jetzt noch nicht gehört haben. Die spricht in England anders als in den USA. Die haben tatsächlich britisch Englisch. Als Engländer willst du ja nicht so einen prolligen Amerikaner. Naja, so schlimm klingt sie nicht. Ja, wir können ja gleich mal mit ihr sprechen, kurz. Also wie gesagt, das Ding hier kommt für 60 Euro
In einer etwas anderen Variante dann mit Knöpfchen für laut und leise. Der hier kommt vorerst gar nicht nach Deutschland. Das ist eigentlich so ein typischer Bluetooth-Lautsprecher. Wie heißt der? Der heißt Amazon Tap. Aber der hat nicht Echo im Namen. Nee, der hat nicht Echo im Namen. Der heißt Amazon Tap. Und wie gesagt, vielleicht kommt der überhaupt gar nicht mehr. Den gibt es halt nur in den USA. In Europa ist er nicht angekündigt, obwohl ich den besonders spannend finde, weil es halt ein schöner Bluetooth-Lautsprecher ist. Aber da muss man drücken, bevor man... Da musst du drücken, genau. Der Unterschied ist eben, hier musst du drücken, ja, bevor du was machen kannst. Mhm. Und dann da reinquatschen. Und der kann auch Streaming-Musik. Und die beiden hören eigentlich permanent zu, wenn sie nicht gerade leise gestellt sind. Aber die hören immer nur, also die schicken jetzt nicht alles, was wir reden an Amazon, sondern die hören auf intern auf das Signalwort. Genau, das Signalwort kann sein Alexa. Tut jetzt super nicht, super. Hat super Alexa. Hat der überhaupt noch Saft? Ah ja. Ja, ja, doch, der hat. Na, dann sieht man hier auch, aus welcher Richtung sie sich angesprochen fühlt. Mhm. Das ist ganz interessant. Wie viele Mikrofone sind da drin? Da sind 7 Mikrofone drin. Das ist doch nochmal in der Kamera vielleicht. Genau, ja, wenn ich es jetzt in die Kamera, dann ist das, jetzt ist er aus. Siehst du, Kabel. Kabel, sage ich doch. Immer diese Kabel. So, was habe ich erzählt? Achso, genau, da sind 7 Mikrofone drin. Die man nicht sehen kann. Ach, die man nicht, da ist so ein Array drin, das kann man sich auf der Amazon-Seite, wenn man das möchte, wenn einen das interessiert, kann man das angucken. Jetzt wird die sich gleich wieder irgendwann melden, dass sie wieder einsatzbereit ist. Der horcht halt quasi im ganzen Raum. Naja, soll halt von überall angesprochen werden. Und die kann halt Wissensfragen beantworten. Du kannst was auf die To-Do-Liste tun. Du kannst natürlich was auf deine Amazon-Einkaufsliste tun, logisch. Du kannst der sagen, spiel die und die Musik ab. Das funktioniert jetzt mit der noch nicht, weil das noch die US-Geräte sind. Und ich nicht auf den US-Music Prime-Service zugreifen kann. Aber kann sonst kannst sagen, du das machen. Uplink an als Podcast? Mach Uplink als Podcast, geht so noch nicht. Aber man kann der ja lauter Skills beibringen. Das wäre vielleicht was, was wir mal machen sollten. Ja. Dass wir eine Skill basteln. Und diese Skill bedeutet, Leute, du kannst Webservices angraben sozusagen. Ah, ja. Die kann inzwischen in den USA 3000, also das ist, die haben, glaube ich, sind selber von ihrem Erfolg überrascht. Das hat angefangen irgendwie Anfang des Jahres, haben die das freigegeben. Dieses, da gibt es so ein SDK, das Alexa Skills Kit, Ask, oder Amazon Skill, also was steht entweder für Alexa oder für Amazon, weiß ich gar nicht, aber Ask. Und damit kannst du das halt bauen. Damit kannst du dann diverse Sachen machen, kannst dann sagen, hier, keine Ahnung, frag Heise mal nach dies und jenes. Ja, sowas könnte man machen, dann antwortet sie. Oder Beispiel war jetzt, wie hat der BVB gespielt? Dann kannst du halt da was machen, wobei das ist halt schon direkt eingebaut. Dann kannst du die Bahn was fragen. Demnächst kannst du wahrscheinlich deinen Kontostand abfragen. Das wäre vielleicht nicht so schlau. In der Küche finde ich einfach Timer super, wenn man da keine Handfrei am Kochen ist und Timer sagt, mach mal Nudelwasser, 12 Minuten. Kannst du auch machen. Timer einstellen. Wie gesagt, Musikservices kannst du bedienen, das ist alles eigentlich vieles, ganz cool. Vieles, was mit dem Smartphone auch schon geht jetzt. Vieles, ne? Mit Siri was mit und mit Google. Genau, wobei die halt eigentlich, wie soll ich sagen, wir haben die ja alle uns schon angeguckt. Also Google ist ja sehr, gibt ja nur Antwort bisher bei Webergebnissen eigentlich. Oder wenn du sagst, ich möchte ein SMS diktieren, ja, was jetzt sagen sie bitte den Text. Ja. Das ist hier viel charmanter. Also die erzählt halt total nett und die Stimmen sind mit relativ viel Liebe, sage ich mal, gebaut, während die deutsche Siri zum Beispiel immer noch klingt wie ein kaputter Computer, finde ich. Ja, ja. Und wir können ja mal reinhören. Ja, was soll ich denn fragen? Oder frag du was? Ich kann auch mal was fragen. Nur ganz kurz, den Unterschied zwischen den beiden Geräten. Also einmal hier ist ein ordentlicher Lautsprecher drin und ein Akku. Nee, ist kein Akku. Der hier ist nur für Standbetrieb. Da ist das Kabel. Genau, hier ist ein Kabel. Ich habe es versteckt. Also eigentlich nur, dass da ein ordentlicher Lautsprecher drin ist und hier ist nur so ein Popel-Lautsprecher. Da ist so ein Quäker, damit du ihn überhaupt benutzen kannst. Den hier kannst du an eine Anlage anschließen, das kannst du hier nicht. Oder du kaufst 10 Euro Aktivboxen oder was. Kannst du auch machen wahrscheinlich. Kannst du auch. Du kannst ja auch Bluetooth-Boxen, kannst du übrigens auch mit dem hier ansprechen. Ah, ja. Also der kann per Bluetooth direkt an der die nicht. Der nicht. Der kann nur dieses Ding selber betreiben. Deswegen finde ich den viel, viel spannender. Klingt das richtig gut oder so? Es klingt ganz ordentlich, aber es ist halt monophon. Ne? Es ist gar nicht ein Versuch, Stereo zu machen. Der hier kann Stereo, klingt nicht so super. Mhm. Der kann nur Mono, klingt dafür ganz ordentlich. Aber 180 Euro für so ein schlechtes Küchenradio, also ich würde das dann schon gut finden. Also für ein Küchenradio ist schon gut, aber ein bisschen unpraktisch groß, würde ich sagen. Und der hier ist eigentlich das, was spannend ist, glaube ich, und Amazon scheint das auch zu glauben. Die bieten den nämlich jetzt demnächst den Dot als Sixpack an. Also du kannst der wird dann als, also kriegst du auch in so einem typischen Sixpack, sind dann 6 so Dinger reingesteckt und dann zahlst halt 5 und kriegst 6 oder du zahlst 10 und kriegst 12, gibt also auch ein 12-Pack. Also das wollen die machen und die setzen jetzt komplett auf Smart Home damit, weil sie gesehen haben, dass da ganz viele drauf anspringen, haben also weiß nicht, ein halbes Dutzend Partner schon zum Start jetzt dann in Europa und
haben die Deutsche Telekom als zusätzlichen Vertriebspartner irgendwie, die haben ja dieses KiwiCon Smart Home System. Also da passiert eine ganze Menge und ich persönlich finde den halt auch dann eigentlich fast am spannendsten. Mhm. Wobei als Mobillautsprecher ist also der ja auch nett. Vor allem, wenn man eine ordentliche Anlage zu Hause hat. Ne? Also das Ding ist ganz nett irgendwie für die Küche, aber genau. Im Wohnzimmer ja, will ich aber nicht so die ganze Zeit deine Anlage an. Was ich halt charmant finde, ist, dass das Ding die ganze Zeit an ist und ich komme mir dann halt vor wie ja, in 2001 Odyssee im Weltraum, dass das ich irgendwo was sagen kann. Nee, nicht hey, ja, aber Alexa, das geht ja mit dem das auch. Das. Das geht ja mit dem Dot auch. Ja, aber da muss ja der Verstärker an sein. Nee, der, aber sprechen kannst du ja mit dem sprechen ohne Verstärker. Ja das geht und du kannst ihn halt nur sagen, Musik soll bitte immer über die Anlage ausgegeben werden. Aber oder vielleicht kann er diese da an- und ausschalten. Du kannst auch, glaube ich, oh, das nee, habe ich noch nicht probiert. Ich habe so einen D-Non-AV-Receiver, ich glaube, der kann über WLAN an- und ausgeschaltet werden. Das wird vermutlich kommen und was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass du es wechselst. Ich habe nicht alle Skills ausprobiert, logischerweise. Also da sind halt ganz viele drauf eingestiegen. Und inspiriert ist das übrigens tatsächlich von dem Enterprise-Schiffscomputer. Ah, ja. Also das ist was für den Nerd in einen, ne? Wenn man das endlich haben will. Irgendwann kannst du mit der sprechen. Die Stimme ja, und das ist deswegen auch ach, reagiert jetzt weiblich, nee, theoretisch. Alexa? What is CT Magazine? Sie sagt, ich weiß blöd, nicht, ob man es hören könnte, sie sagte, sorry, I can't find the answer. Das Schönste ist ja immer zu fragen, wie schwer ist das Universum, dann wird sie leider nur nicht mehr fertig in der Sendung, habe ich das Gefühl. Alexa, who's the president of Germany? Joachim Gauck, hat sie gesagt. Das hat man nicht gehört, oder? Joachim Gauck. Wo ist Mikro? Gurki. Ach stimmt, wir haben ja noch ein Mikro. Stimmt. Mensch, ah, ja, sehr Holger gut. Ist ja extra gegangen, nur deswegen. So, jetzt frag sie doch nochmal was vielleicht zum Alexa, Glück. Hau rein. Was geht, Alexa? Who's the president of Ukraine? Ja, hat sie recht. Ja, den kann also er auch einmal aussprechen. Den kann er, Joachim Gauck. Ja, mal sehen, das wird also wahrscheinlich... Also wir können ja Joachim, ach, wollten wir nochmal hören, ne? Alexa, Who's the president of Germany? Germany's president is Joachim Gauck. Joachim Gauck. Das wird mit der deutschen Stimme besser. Ja. Also die deutsche Stimme klingt nicht ganz so schön. Das klingt ja nicht wie eine synthetische Stimme, muss man sagen. Also finde ich zumindest. Ich finde es zumindest, für wenn man andere Computerstimmen also kennt, echt verblüffend. Das auf Siri-Niveau. Findest du? Also jetzt den kurzen Abschnitt. Die deutsche Siri ist aber zumindest, also die finde ich zumindest schlechter, aber ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Mir fällt noch was ein, was ich gestern die Siri gefragt habe. Ich habe sie nämlich gestern gefragt, wann wird es das nächste Mal regnen? Und dann hat Siri immer gesagt, das regnet heute nicht. Aber ich wollte wissen, ab Dienstag oder so fängt es an zu regnen. Mal sehen, ob er das kann. Hey Alexa, when will... Also when eigentlich gesagt. Alexa. Also es funktioniert auch betrunken. When will it rain the next time? Ist das jetzt nicht mal richtiges Englisch, ne? Aber egal. No rain is expected in Seattle today. In Seattle. Okay, ja, Seattle muss ich erklären vielleicht kurz. Das liegt daran, dass ich keine deutschen Orte eingeben konnte bisher. Das ist deswegen eine US-Postleitzahl. Deswegen ist Seattle da hinterlegt. Ansonsten wird sie das für Hannover durchaus können. Alexa, how old are you? I was originally released on Echo on November 6th, 2014 and Echo Dot was released on March 3rd, 2016. wie ist denn das jetzt? Es hört jetzt die ganze Zeit zu? Nee, sie hört tatsächlich nur zu. Also muss sie ja. Doch, sie hört also, ja, aber intern, also, ja. Das Ding hört zu, wartet, bis das Signalwort kommt und alles, achso, das muss man noch sagen, alles, was dann gesprochen wird, direkt nach dem Signalwort, solange sie das Gefühl hat, es ist noch ein zusammenhängender Satz, den sie jetzt analysieren muss, wird in die Amazon Cloud geschickt und da analysiert und gespeichert. Haben das schon mal mitgeschnitten? Was? Haben wir das schon mal mitgeschnitten? Ich traue dem Ganzen ja immer nicht. Ja, wir haben das damals ausprobiert. Ja? Als und es ist wirklich so, okay. Ja, davor also da ist kein Netzwerk-Traffic gewesen, bis zu dem Zeitpunkt. Und dann geht es halt raus und du kannst auch im Nachhinein in der Alexa-App alles nachgucken, was du gesagt hast und abspielen, um es zu prüfen. Bei Google aber auch so übrigens. Ja, kannst du ja auch gruselig angucken. Aber ich meine, Amazon ist natürlich, was jetzt gruseliger ist, Google oder Amazon, aber Amazon beides will dir natürlich... Wenn du sagst, ich möchte gern das und das kaufen, dann fragt er nicht, wo willst du denn das kaufen? Nein, das fragt er nicht. das wird er mich nicht fragen, sondern das ist alles schon... Aber interessant, dass wenigstens
Achso, Amazon hat gar keinen Musik-Streaming-Service, ne? Doch, natürlich. Die haben Prime Music. Ach, Prime Music, genau. Prime Music haben sie und natürlich den eigenen Cloud-Player. Also das heißt, alles, was du da gekauft hast, kannst du auch spielen, genau wie es im, beim Fire TV ist. Aber sie sagen jetzt nicht, Spotify unterstützen wir nicht. So nee, tun sie nicht. Also sie sagen explizit, sie unterstützen es. Also du kannst Spotify benutzen, du kannst TuneIn benutzen, also kannst jetzt hier auch einfach sagen, hier, ich möchte NDR2 oder was weiß ich auf TuneIn hören, dann läuft das direkt los. Du kannst Flash-Briefings kriegen von irgendwelchen Nachrichtenagenturen. Das wird jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich Tagesschau sein. Oder Spiegel Online kannst du irgendwas machen. Das sind, die sind halt erste Partner. Uplink ist noch nicht dabei. Ich glaube, da müssen wir noch nachlegen. Und dieses System, Skills heißt das, ne? Diese Skills, genau. Ist das so ein bisschen so wie If This Then That? Ist das einfach zu bauen? Also wenn ich irgendwie was, ich möchte gerne... keine Ahnung, ich möchte gerne, wenn ich Alexa was erzähle, dann soll in irgendeine Excel-Tabelle was reingeschrieben werden. Könntest du wahrscheinlich machen, musst dann aber den passenden Webservice bauen. Und du kannst über dieses SDK relativ einfach Sachen machen. Du kannst aber auch natürlich If This Then That benutzen das verknüpfen. Das geht auch. Also das funktioniert alles. Da sind die total offen und versuchen da auch, sag ich mal, die anderen ein bisschen abzuhängen, weil Apple ist da nicht aus dem Quark gekommen und Google hat überhaupt nichts hingekriegt in Sachen Smart Home bisher. Das ist ja gerade noch auf der Google I.O. wieder ein Anlauf genommen worden. Ja, die Offenheit ist halt toll und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist ja auch die ganze Mimik, die da drin steckt, Open Source. Ne? Also ich kann ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ich kann ja jetzt ein Produkt bauen, wo ich diese Stimme einbaue und die Funktionen nachfragen. Naja, Open Source ist es nicht. Du kannst es kostenlos nutzen und es läuft immer über die Amazon-Server. Also du kannst den Alexa Voice Service, das ist das, was die da benutzen. Ja, hallo Alexa. Den kannst du kostenlos, kann das jeder Hardwarehersteller nutzen, weil Amazon sich gesagt hat, Mensch, wir wollen einfach nur, dass sich das Ding verbreitet. Weil im Endeffekt ist für Amazon das Ganze ein Vehikel, um in die Häuser der Leute zu kommen und demnächst viel bessere Vorhersagen machen zu können, was die Leute wollen. Und warum gibt es da noch so wenig Produkte damit? Also naja, es fängt jetzt an. Es hat jetzt auf der IFA haben wir diverse gesehen und es fangen jetzt die Smart-Home-Hersteller an. Das hat halt ein bisschen gedauert. Erstmal haben die den Braten nicht wahrscheinlich getraut. Dann war ja die Frage, wenn ich in Deutschland sitze und für deutschen Markt vor allem was machen will und es gibt es in Deutschland nicht, da war also noch nicht so viel. In den USA ist es schon weiter. Ford experimentiert seit Jahresanfang. BMW kannst du schon sagen, hier schließ mein Auto ab, wenn du es vergessen hast. Das ist ja und wohl die sinnloseste Funktion, dass du dein Auto draußen einfach mal stehen lässt, reingehst, mit Alexa quatscht, um dein Auto abzuschließen. Also ist ja nur, wenn du es vergessen hast, musst du nicht mehr rausgehen, Mensch. Ach so. Ja, okay. Genau, ich nutze keine Sicherheit. Scheiße, habe ich eigentlich mein Auto abgeschlossen. Okay. Weil ich dachte so, habe ich eigentlich meine Herdplatte angelassen. Eigentlich sollte das automatisch passieren bei so einem Connected Car, finde ich. Aber ich habe zum Beispiel so eine Bluetooth-Box auch zu Hause und da denke ich, ach schade, dass das da nicht, also würde ich gut finden, wenn das ein Standard-Feature wird und ich könnte mir vorstellen, je mehr wir von diesen Dingern sehen werden, das wird bestimmt irgendwann ein relatives Standard-Feature sein in solchen... Wir wissen doch da alle, dass es so sein wird. Ja. Guck dir Raumschiff Enterprise an. Die haben schon seit, Predicting the Future since 1966. Also insofern, aber auf da Computer? Reden sie mit dem Schiffscomputer. Der geht doch noch nicht weiter. Nee, das geht, die haben auch mal gesagt, man kann es komplett einstellen. Tatsächlich geht halt nur Alexa, Amazon oder Echo als Keyword. Die hatten ursprünglich mal angekündigt, man kann es frei belegen. Und ich hätte natürlich gerne Computer oder Jarvis gehabt. Ne? Ist ja klar, aber... Geht noch nicht, aber kommt vielleicht noch. Ja, Alexa. goodbye. geht er gleich aus. Ja, ich glaube, du hast jetzt schlafen gelegt. Aber ich finde das interessant, dass wir haben ja jetzt öfter Alexa gesagt und er hat das immer verstanden, hat aber nicht irgendwie versucht, dieses Deutsch, was wir gesprochen haben, als Befehl anzunehmen. Also Siri hätte ja dann irgendwie einen Kauderwelsch verstanden. Wahrscheinlich. Also es scheint ja schon ganz clever zu sein, das Teil. Weiß man nicht. Die Alexa. Ich bin auch gespannt. Ich leih mir das vielleicht mal aus von dir und mach mal. Ich muss ja jetzt noch ein paar Deutsche bestellen, aber angeblich werden die irgendwann wechseln. Momentan geht es leider noch nicht umzustellen. Holt ihr euch so ein Sixpack? Mal gucken, also wenn es der Verlag bezahlt. Also ich hole mir lieber ein Sixpack Bier. Und eine. Weil eine, es ist ja Wochenende. Genau. Ja, Mensch, danke fürs Zugucken. Jo. Ich glaube, wir haben schon ganz schön überzogen. Ich fürchte, wir haben den längsten Abblick aller Zeiten gemacht. Oh. So schlimm ist das, glaube ich, nicht. Noch schönes Wochenende, liebe Zuschauer und Zuhörer. Kauft unsere Hefte, kauft das VR-Heft unter anderem und bleibt uns gewogen. Schreibt uns Mails, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt. Und ihr könnt uns auch gerne erzählen, wie ihr Alexa so findet. Und Echo, genau, die Mailadresse ist uplink@ct.de. Jo,
Und sonst würde ich sagen, Tschüssikowski. Ne? Ciao. Ciao. Ciao.